So, guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr verehrte Sachverständige und sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Saal und die uns online zugeschaltet sind. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die auch heute wieder, wie wir sehen, eine Mischung ist aus Präsenzsitzung hier im schönen Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und ein Online-Meeting mit den Sachverständigen. Meine nächste Frage würde an den Sachverständigen Professor Burkhardt gehen. Professor Burkhardt, Sie und Ihr Team haben ja zahlreiche nach Impfung Verstorbene obduziert. Erste Frage, ist das Spike-Protein für den Körper ein Gift? Herr Professor Burkhardt, Sie haben das Wort. Ja, danke. Arne Burkhardt, emeritierter Extraordinarius für allgemeine Pathologie und spezielle Pathologie der Universität Bern-Schweiz. Und ich vertrete 10 international kooperierende Wissenschaftler, die sich diesem Problem gewidmet haben. Zur Frage, das Spike-Protein ist ohne Wenn und Aber, und das ist international festgelegt, ist ein Gift. Außerdem sind natürlich in den Impfstoffen weitere Gifte, insbesondere diese Nanolipidpartikel, vorhanden und es sind Verunreinigungen nachgewiesen worden. Das Problem ist natürlich zunächst, der Begriff Gift sagt ja noch nicht, dass es dadurch Schaden im Körper gibt. Wir alle nehmen Gifte mit den Nahrungsmitteln zu uns. Viele von uns trinken Alkohol, das ist auch ein Gift. Damit wird der Körper fertig. Das Problem ist mit dem Gift Spike-Protein. Davon wissen wir noch fast nichts. Sie wissen weder, in welchen Zellen es dann produziert wird. Also wir wissen natürlich, dass Virus produziert ist, aber welche Zellen sich damit im Körper beschäftigen, welche Zellen aufgrund der Stimulation der Impfung diese Spike-Protein produzieren. Man ging ursprünglich davon aus, in den lokalen Muskelzellen. Wir wissen inzwischen, dass es praktisch in allen Organen nachgewiesen ist bis zu einer gewissen Zeit. Und wir stehen hier ja vor dem Problem bis vor langer Zeit, dass wir dieses Gift im Körper in den Schnitten nicht nachweisen können. Und da befanden wir uns eigentlich, wir, also alle Pathologen, vor dem Problem, wie es ein Richter oder ein Polizist hätte, wenn ein Richter einen Autounfall abklären sollte und der Verdacht besteht, der Fahrer war alkoholisiert. Wenn wir im Zeitalter gelebt hätten, wo wir keine Alkoholnachweise entweder durch Pusten oder Blasen gehabt hätten, dann hätten wir uns auf den Gang des Patienten, des Fahrers, Entschuldigung, verlassen müssen. Und dann hätte der eine gesagt, na ja, er geht ein bisschen unsicher, aber er ist auch 80 Jahre, also wahrscheinlich ist das altersbedingt. Oder der andere sagt, na, der torkelt, aber da ist wahrscheinlich Alkohol. Aber der Beweis wäre nicht zu erbringen gewesen. Und deswegen in praktisch allen Obduktionen, die bisher in Zusammenhang mit der Impfung Verstorbenen gemacht wurden, in fast allen dieser Obduktionen wurde ein Giftnachweis in den Geweben, der jetzt möglich ist, nicht erbracht. Danke. Vielen Dank. Herr Sichert, bitte. Ja, weitere Frage an Professor Burkhardt. Die mRNA wurde ja in Lymphknoten bis zu 8 Wochen nach der Impfung noch nachgewiesen. Bis heute weiß niemand, wie viel des giftigen Spike-Proteins im Körper produziert wird und wie lange das geschieht. Das ist ja durchaus eine wichtige Frage, denn schon der berühmte Paracelsus sagte, die Dosis macht das Gift. Haben Sie dazu Erkenntnisse, wie lange nach der Impfung konnte das Spike-Protein im Körper denn noch nachgewiesen werden? Bitte schön, Sie haben noch knapp 2,5 Minuten für die Beantwortung. Herr Professor Burkhardt. Wir hören Sie nicht. Stellen Sie Ihr Mikro an, bitte. Jetzt, genau. Ja, wir haben bisher in 6 Fällen diese Zusatzuntersuchungen, also den Nachweis von Spike-Proteinen, natürlich mit Negativnachweis von Nukleokapsid-Proteinen durchgeführt.
Und in einem Fall konnten wir das Spike-Protein noch 128 Tage nach der Impfung in den Gefäßwänden nachweisen. Herr Siechert, wir haben noch anderthalb Minuten. Fahren Sie bitte fort ja. mit Ihrer Frage. Vielen Dank. Also 128 Tage, das ist ja, sind ja etliche Monate nach der Impfung. In welchen Organen haben Sie denn Schäden durch das Spike-Protein der Impfung gefunden und wie massiv waren diese Schäden, die dort gefunden wurden? Sie richten Ihre Frage auch noch mal an Professor Burkhardt, ja? Jawohl. Bitte, dann haben Sie das Wort, Herr Professor Burkhardt. Ja, wir haben einmal noch mal in vorstellen, den 40 jedes Mal Fällen wieder, bitte. Ja, wir haben in den insgesamt 40 obduzierten Fällen praktisch in allen Organgeweben und vor allen Dingen im Gefäßsystem, in Herz und Gehirn zeigen können, dass dort Schäden vorlagen, und zwar durchgehend bei fast allen, die wir untersucht haben, die übereinstimmend sind, wie wir sie sonst bei toxischen Einwirkungen beobachten. Und diese wurden von ungewöhnlichen Entzündungsreaktionen begleitet, was einen intervitalen Schaden belegt. Und wie gesagt, wir haben dann den weiteren Beweis des Vorhandenseins von Spike-Protein geführt. Danke. Ja, meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Pathologieprofessor Burkhardt. Der Professor Schirmacher von der Uni Heidelberg hat dieses Wochenende gesagt, Personen, die überraschend und kurz nach der Impfung versterben, zeigen in unseren Untersuchungen in 30% einen direkten Impfzusammenhang. Meine Frage an Sie, in wie viel Prozent der von Ihnen untersuchten Fälle gehen Sie davon aus, dass die Impfung mitverantwortlich für den Tod der Menschen war? Herr Professor Burkhardt, Sie sind angesprochen. Eine Minute Zeit bleibt noch, bitte. Arne Burkhardt, Pathologe. Ich kann sagen, wir haben bei 15 Fällen, die ausreichend untersucht sind, in 12 Fällen einen klaren Zusammenhang mit der Impfung für den Tod gesehen und in 3 eben keinen sicheren Zusammenhang. Und die Zahlen von dem Professor Schirmacher passen sehr gut dazu, denn unser Patientenkollektiv, das waren alles besonders Gesunde, bei denen eben die Angehörigen überhaupt nicht erwartet haben, dass sie sterben konnten. Während Herr Schirmacher hatte ein Patientengut, welches zufällig ausgewählt war oder zumindest nicht nach dem Gesundheitsgrad vor dem Tod oder vor der Impfung. Und insofern sehe ich hier Übereinstimmung unserer Ergebnisse. Ich denke, die Zahlen stimmen etwa überein. Zum Schluss noch, wer irgendwie an diesen Dingen zweifelt, ist herzlich eingeladen, bei mir die Belege, die histologischen Schnitte einzusehen, insbesondere die Ärzte, die ja alle einen Histologiekurs hinter sich haben und dann insbesondere auch Herr Lauterbach, der ja eine gute pathologische Ausbildung bei Herrn Professor Mittermeier. Okay. Gut, vielen Dank.